Diesmal möchte ich mich mit euch ein kleines Beispiel machen, indem wir wieder mal das MVVM Toolkit verwenden, aber auch zwei User Controls, einmal dieses Login User Control und einmal oben diese User State Control. Und die zwei User Controls sollen sich nicht kennen, aber sie sollen miteinander kommunizieren können. Und dazu brauchen wir, wer die Design Patterns ein bisschen kennt, sowas wie einen Event Aggregator, und MVVM Toolkit bietet uns so etwas mit den Messengers. Ziel ist es im Endeffekt, dass ich hier oben, wenn ich Login drücke, dann dieses Login-Control erscheint. Wenn ich hier Username, Passwort eingegeben habe, wird das validiert und dann hinten Welcome und User aus, hier oben angezeigt und das andere entsprechend ausgeblendet. Das wollen wir machen im MVVM-Style mit IOC, mit dem Event Aggregator und dem MVVM-Toolkit. Also wird vermutlich etwas länger werden, mal schauen, wie es uns geht dabei. Auf jeden Fall vielleicht mal, wo man wieder ein paar Kombinationsthemen sieht. Gut, wenn es interessiert, dann bleiben Daumen hoch. Schauen wir uns kurz an, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet, damit wir nicht alles immer wieder gleich machen müssen. So, ich habe hier vorbereitet ein Main Window. Dieses Main Window bindet einfach zwei User Controls ein in einer Grid View. Zu User Controls, wie man das macht, gibt schon ein Video dazu. Verlinke ich euch in der Beschreibung, wenn ich nicht vergesse. Gut, dieses User Control, dieses rechts oben, da gibt es zwei Bereiche. Welcome soll Username stehen, beziehungsweise not logged in mit einem entsprechenden Button. Wenn wir da draufklicken, dann soll der Login entsprechend erscheinen und möglich werden. Dieses User Control hat nichts anderes wie hier entsprechende Stack Panels. Da ist noch nichts gebunden, da haben wir noch kein View Model dahinter oder sonstiges. Nur ein bisschen so Sammelzeugs sozusagen. Ja, das zweite User-Control, das wir haben, das ist dieses Login-Control. Ja, sehr unspektakulär, auch noch nichts gebunden. Wir haben ein Stack-Panel mit Label-Textbox und einem Button für Login. Ja, und das war es auch schon mit den Vorbereitungen. Ja, ich wollte euch nur ein bisschen Xaml-Tippen ersparen. Das habe ich schon noch gemacht. Ich habe natürlich hier den MVVM Community Toolkit hier zum Installieren. Und ja, ich werde euch diesen Initialstart Source Code jetzt irgendwie zur Verfügung stellen, dann Link dann in der Beschreibung, und ja, dann könnt ihr hier startend entsprechend auch mitarbeiten oder mitmachen, wenn ihr möchtet. Gut, dann gehen wir es mal los. Okay, ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, und zwar ein Interface, ein User Repository und eine Dummy-Implementierung User Repository. Diese Dummy-Implementierung soll uns im Endeffekt eine Datenbank simulieren gegen das wir dann die Authentifizierung abfragen mit Username, Passwort, und es liefert uns einfach ein User-Objekt, also der eingeloggte User. Ich sag mal, das ist so die klassische Business-Schicht, in der ihr euch dann, oder Business-Schicht nach unten dann, wo ihr dann ja, euch sowieso austoben könnt und an eure Szenarien anpasst. Ja, User habe ich mal recht simpel gemacht, einfach mit ID und Username, und das war es auch schon. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt fangen wir an, ein View-Model zu bauen für unser Main-Window mal. Ja, dieses Main-Window, das eben hier verwendet werden soll und die zwei Controls drinnen hat. Also rechte Maustasten, New Class, und das ist jetzt das Main-Window-View-Model. Steuerung Shift A. Funktioniert übrigens natürlich auch, ja. Und unser Main Window View Model muss natürlich partial sein, damit der MVVM Toolkit dieses Wasgen da hier entsprechend arbeiten kann. Ein Notify Property Changed, Steuerungspunkt und Nope, Hallo, Manage NuGet Packages installed. Yep. Gut, also nochmal kompiliert, und jetzt mag es auch. Jawohl. Gut, bauen wir mal die entsprechenden View Models hier, auch noch für die Controls. Steuerung Shift A, Login Control View Model. Dieses Login Control View Model muss natürlich auch wieder eine Partial Class sein, damit dieses I not notify Property Change funktioniert. Dieses Login-Control, sagen wir mal, braucht jetzt auch dieses User-Repository, um entsprechend die Authentifizierung durchführen zu können. Und
Ja, jetzt lässt sich darüber streiten, soll das dieses User Control machen oder soll das eigentlich die Mainpage machen und der eigentlich nur die Infos liefern? Das können wir dann noch entscheiden. So, nächste Geschichte ist nochmal ein ViewModel gemacht, eine ViewModel-Klasse für User Info Control ViewModel. Nach hier Public Partial und dann machen wir hier auch wieder ein Notify Property Changed. So, und jetzt machen wir mal IOC Inversion of Control. Dabei geht es darum, dass ich eben diese User Controls oder die Pages oder die View Models, die Objekte, die sie brauchen, nämlich zum Beispiel das Repository, nicht selbst instanzieren, sondern von extern bekommen. Das reduziert Abhängigkeiten. Wenn das Thema interessiert, gibt es einige Videos zum Thema Design Patterns, Dependency Injection und Inversion of Control. Einfach mal anschauen. So, dieser Community Toolkit erlaubt uns entsprechend derartiges zu machen. Dazu müssen wir mal die verschiedenen Datentypen registrieren im IOC-Container. Der kommt automatisch mit und das machen wir hier in der App. Und zwar machen wir das mal on activated oder on loaded, on load complete. Schauen wir da mal rein. Gut. Wir machen Folgendes. Es gibt im Community Toolkit gibt's Microsoft plötzlich M Community Toolkit MVVM Dependency Injection IOC Default. Und hier haben wir die Sachen mit Get Services, Get Required Service, also alle Services, die entsprechend registriert sind. Und mit diesen Sachen können wir das entsprechend dann aufrufen. Was es auch gibt, hier gibt es ein Configure Services. Und dieses Configure Services bekommt einen Service Provider. So, mal hier, New Service Collection. Die Service Collection ist eine Liste aller Services, die wir haben. Und hier sagen wir mal Add Singleton. Dieses Singleton ist unser iUserRepository. UserRepository. Also jedes Mal, wenn irgendjemand ein iUserRepository braucht, dann bekommt er diese Implementierung. Und wenn wir eine andere Implementierung wollen, brauchen wir es nur hier austauschen. Außerdem machen wir Add Transient. Und in diesen Add Transient registrieren wir jetzt. Add Transient bedeutet, jedes Mal, wenn das Objekt gebraucht wird, eine Instanz gebraucht wird, wird ein neues Objekt gemacht. Während beim Singleton eins für die ganze Applikation existiert. So, unser Main Window View Model ist auf jeden Fall Transient, genauso wie die anderen View Models. Add Transient, unser User Info Control View Model, ein Add Transient für unser Login Control View Model. Gut, und wenn wir alle registriert haben, dann sagen wir Build Service Provider. So, und das war's. Also wir machen eine Service Collection. Diese Service Collection geben wir einige Elemente rein. Transient macht, wie gesagt, jedes Mal ein neues. Singleton eins für die ganze Applikation, so wie wenn es statisch wäre, könnte man sagen. Und Build Service Provider, er zeigt dann den entsprechenden Service Provider, der die Sachen zur Verfügung stellt. So, wunderbar, soweit mal registriert. So, jetzt gehen wir mal her und wollen dieses IOC verwenden. Also wir machen ein Login Control View Model und hier geben wir ein User Repository, hätte ich hier gerne. User Repo. Und dann machen wir noch eine Read-Only iUser Repository, User Repository. Und das wird über den Konstruktor gesetzt. Teilchen, User Repository ist gleich User Repo. So, und jetzt habe ich hier das View-Model. Dieses View-Model habe ich auch mit der View noch nicht gebunden. Aber ich brauche hier auf jeden Fall ein Repository. So, jetzt haben wir in anderen Videos dieses ViewModel immer gern über das XAML gebunden. Jetzt brauchen wir aber hier den IOC-Container. Deswegen gehen wir hier in dieses Login-Control.
Ich mache das dann gerne so, dass ich mir hier eine typisierte Eigenschaft mache vom User Control, vom FirModel, also Login Control FirModel. Das nenne ich dann auch FirModel. Login Control FirModel Data Context. Das ist nur so eine Convenient-Methode. Gut, und jetzt sage ich, this.data.context ist gleich Community-Toolkit Schwups MVVM Dependence-Injection IOC Gut, machen wir gleich so. Weg damit. Startpunkt. Enter. So. IOC Default Get Required Service. Und zwar hätte ich gern einen Service. Und zwar hätte ich gern das FirModel. Ein Login Control FirModel. Klammer auf, Klammer zu. So, also ich hätte bitte gern die FirModel-Implementierung. Diese FirModel-Implementierung habe und muss ich auch ich hier registriert haben. Was jetzt dieser IOC-Container macht, er schaut sich das Objekt an, sagt, okay, dieses FirModel braucht allerdings hier im Konstruktor ein User-Repository, schaut wieder in seinen Registrierungen nach und sagt, okay, gibt es eine Registrierung für dieses Interface? Ja, und zwar das hier, instanziert dieses Objekt als Singleton, falls es noch nicht gibt, falls es das bereits instanziert gibt, gibt er das bestehende zurück und instanziert dann anschließend dieses FirModel, wobei die entsprechende Instanz hier übergeben wird. Und dann wird dieses FirModel dem Data-Kontext hier zugewiesen und demnach haben wir hier dann entsprechend alles Data Binding etc. zur Verfügung, das wir brauchen. Ja, so funktioniert MVVM und IOC kombiniert mit dem MVVM Toolkit. Ja, dann machen wir weiter. Wir brauchen hier Username und Passwort. Das wir hier binden wollen, wir brauchen eine entsprechende Action, ein entsprechendes Command, um den Login durchzuführen. Gut, also gehen wir in unser User-Info-Control. Wir haben hier mal Username und Passwort, also String Username und String Password. Außerdem brauchen wir, wie gesagt, eine Action, um den User anzumelden. Also Public Void Login. So, MVVM Toolkit kennen wir aus dem letzten Video, Observable Property. Observable Property. Und hier haben wir ein Relay Command. Dann haben wir auch noch gemacht, was machen wir noch? Ein Bool can login. Und da sagen wir, das funktioniert dann, solange nicht String is null or empty username und not String is null or empty password. Dieses Relay-Command kriegt jetzt ein can-execute, can-execute, name of can-login. Ja, nur wenn diese Eigenschaft true liefert, wenn diese Eigenschaft true liefert, dann kann dieses Command auch entsprechend ausgeführt werden. Wenn sich Username und Passwort ändern sollten, muss auch diese Eigenschaft neu evaluiert werden. Deswegen brauchen wir hier zusätzlich notify property changed for. Und notify can execute changed for. Ja, das ist can execute changed for. Brauchen wir, damit das Relay-Command auch entsprechend neu evaluiert. Ja, und hier kommt natürlich der Name rein. Name of diesen da. Außerdem haben wir gesagt, wir brauchen auch dieses notify property changed for und ebenfalls diesen da. Ah, hier brauchen wir natürlich nicht kein Login, sondern das Login, die Methode. So, schwupp, gleiches hier herum. Zwischendurch mal kompilieren, schadet ja nie bei einem Source-Scan. Und dann sehen wir, was haben wir da. Achso, ja klar, natürlich hier muss ja das Command rein. Der Name des Commands,
Das ist ein Relay-Command. Das wird hier entsprechend dann gebaut, dieses Relay-Command sozusagen. Und das hat ja immer die Extension-Command, genauso wie hierzu entsprechende Properties gebaut werden. So, gut, was haben wir noch für Bugs? Ha, lol. Can login natürlich und hier das Command natürlich. Can execute change form muss das Command sein und nicht umgekehrt. Can login und hier das Command. So, jetzt aber. Gut, hier bekommen wir Warnung. Wir sollen natürlich die Properties verwenden, wenn wir schon haben. Okay, also was wir jetzt haben, sind diese Sachen. Wir haben unser View-Model. Wo ist denn jetzt plötzlich? Ach, Menü. Login Control. View-Model. Das war's Falsche. Hier gehört's rein. So, jetzt aber. Also in unserem Login Control View-Model haben wir einen Konstruktor, wo wir das Repository verwenden. Und beim Login machen wir jetzt Folgendes. Beim Login gehen wir her und sagen UserRepo, also this.UserRepository. Login. Und dieses UserRepository bekommt this.Username. Und bekommt Username. Und bekommt this.Password. Dass das Passwort hier ein String ist und kein Secure String und solche Sachen, sei jetzt mal abgesehen, es geht uns hier um das MFFM Toolkit und nicht um die Security- und Authentifizierungsimplementierungen. So, dieses Ding liefert einen User. Dieser sollte idealerweise nullable sein. Dieser sollte idealerweise nullable sein. Weil, wenn der Login nicht funktionieren würde, dann können wir null liefern. Also. So, und jetzt können wir sagen, if user ungleich null, also wenn dieser Login entsprechend funktioniert hat, dann wollen wir Sachen anzeigen bzw. andere entsprechend notifizieren. Nämlich konkret notifizieren diese User-Info, die ja dann entsprechend diesen Username anzeigen soll. So, bevor wir das wirklich machen, sollten wir natürlich auch diese Commands entsprechend mal binden und dieses Username-Passwort entsprechend in das UI binden. Login-Control, hier haben wir zwei Textboxen und einen Button, also Text ist gleich Binding auf Username und hier machen wir Text ist gleich Binding auf Password und hier machen wir Command ist gleich Binding auf das Login, na du Login, Command. Vorsicht, den Command-Namen verwenden und natürlich nicht die Methoden. Es heißt nur Login. Okay, Login, Command. So, jetzt haben wir auch die UI hier entsprechend gebunden und wir können weiterschauen. Was nie schadet, ist, dass wir einfach mal ausprobieren, was wir jetzt gemacht haben, ob das soweit auch entsprechend mal funktioniert. Ja, jetzt haben wir es noch im Kopf. Service Provider has not been configured yet. IOC, wenn wir einen Service uns holen wollen, has not been configured. Oh, das haben wir doch gemacht. Nenne ich hier. Aber natürlich viel zu spät. Im Onload completed ist ja viel zu spät. Da muss ja User Control schon geladen haben. Das ist natürlich der absolute Schwachsinn. Wir machen das gleich mal in Constructor. So. Zack, zack, Steuerung KD, formatiert gerade nicht ganz, so jetzt aber. So, nochmal Play gedrückt. Ja, jetzt kommt mal die App hier, Username, Test, Passwort, Test. Schauen wir noch kurz in dieses Login View Model, wo haben wir es? Login View Model, machen wir uns hier einen Breakpoint rein und hier Login geklickt, ja, und wir haben hier User Repository, sehen wir, ist entsprechend instanziert, Login wird aufgerufen, Username ist gesetzt, Passwort muss dann auch gesetzt sein, jawohl, F12, Cannot Navigate, warum das, ist uns egal, dann machen wir einfach einen Breakpoint rein. So, Solution Explorer, hier ist das User Repository. Also gut, ist egal, macht eh nur bitte New, also hier sollte ein User rauskommen, der DevDev, jawoll. Also, soweit funktioniert es jetzt mal. Ja, wir haben
das Toolkit eingebaut. Was wir jetzt machen ist, dieses, wenn das Login hier entsprechend erfolgreich ist, also User ungleich null ist, dann soll entsprechend ein Event geworfen werden. Und zwar ein Event geworfen werden auf Applikationsebene, also so, dass dieses Control sagt, hey, ich habe jetzt einen User und oben dieses Notification Control, also da rechts oben dieses User Info Control, dieses soll entsprechend dann hier den Username anzeigen. Außerdem soll diese Login-Sache ja gar nicht angezeigt werden, bis wir hier nicht auf Login klicken, damit wir auch sehen, wieso Kommunikationen laufen können. Ja, ist von der Usability alles nicht das Beste, ist mir vollkommen klar. Ich möchte eigentlich zeigen, wie das mit den Events funktioniert und wie Controls miteinander kommunizieren können und das Ganze mit IOC. Also Sachen, die eigentlich bereits mehrfach gefragt wurden. Gut, also Next Step, wir werfen mal sozusagen Event Aggregator-mäßig ein Event. Auch dazu gibt es ja bereits Videos, wie Event Aggregator von der Theorie von Design Pattern her funktionieren, und hier gibt es entsprechend eine Implementierung dazu im MVVM Toolkit. Na gut, dann wollen wir mal die andere Seite notifizieren sozusagen. Also wir haben hier im Community Toolkit entsprechend einen Weak Reference Messenger. Default, und hier können wir sagen Send. Bitte schick uns was. Und das, was wir schicken, ist eine Value Changed Message, weil was sich geändert hat, ist ein User, und dann geben wir den User mit. Send New Value Change Messenger. Also der wirft sozusagen, diese Weak Reference Messenger, der wirft sozusagen ein Event, oder der wird informiert, dass sich ein Value geändert hat, dass so eine Value Change Message kommt vom Typ User. Und diese Value Change Message, schau dir jetzt, gibt es irgendjemanden, den das interessiert? Und wenn es das gibt, dann wird das entsprechend aufgerufen. Also so wird sozusagen das Event über den Event Aggregator gefeiert, und im User Info Control hier wollen wir ja dann hier den Username anzeigen. Also User Info Control 4 Model haben wir schon, das ist leer. Hier brauchen wir noch natürlich, das muss instanziert werden. Also this.dataContext ist gleich IOC, Steuerung. Ja, genau, IOC. Default. Get required service haben wir gesagt, und hier brauchen wir das 4-Model, also User Info Control 4-Model. Ja. Keine Objekte selbst erzeugen, immer erzeugen lassen über den IOC-Container, das wird gemacht, in den Data-Kontext reingegeben, somit wird dieses 4-Model aufgerufen. So, dieses 4-Model bekommt jetzt ein Interface iRecipient. Also, ich bin ein Empfänger, und zwar ein Empfänger für eine Value Changed Message vom To-Be-User. Ja, also daraufhin will ich notifiziert werden, und dieses Interface erwartet jetzt eine entsprechende Methode receive, die wird dann aufgerufen, wenn dieser Typ von Message kommt. Und jetzt brauchen wir noch einen Konstruktor, Public User Info Control View Model. In diesem Konstruktor machen wir Folgendes: Wir müssen diesem Weak Reference Manager sagen, den wir verwendet haben zum Senden, dann müssen wir auch sagen, es gibt hier ein Objekt, schau dir das mal an, das möchte von dir Daten empfangen. Und welche das sind, das bestimmt eben dieses Interface. Also default register und this. Also durch diesen, sobald ein Objekt aufgerufen wird, wird dieser Weak Reference Messenger aufgerufen. Dieser Weak Reference Messenger registriert, wenn ein Event kommt, dann will dieser notifiziert werden, und für welche Events will er notifiziert werden, für diese iRecipient-Geschichten her. Gut, wunderbar. Dieser hält ja die Referenz. Wir sollten eigentlich hier überall das iDisposable implementieren und dann auch ein Unregister machen, um auch wirklich hier den Speicher wieder freizugeben, keine Memory Leaks zu erzeugen etc. pp. Also, machen wir kurz hier einmal. Wir machen auch iDisposable, implementieren dieses Interface und sagen hier Weak Reference Messenger.default.unregister. Das, ja, gib wieder alles frei, was du von mir weißt. Okay, von welche Message? Value Changed Message von User.
Okay, also jetzt wird wieder deregistriert. Und zwar die konkrete, wir könnten auch sagen, Weak Reference Messenger Default Unregister All von mir. Ist vielleicht besser. Okay, also jetzt muss diese Receive aufgerufen werden, sobald wir Login drücken, weil in diesem Firmmodul wird die Message gesendet und wir haben uns registriert. Mal kurz ausprobieren, ob das auch wirklich funktioniert. Ein bisschen testen schadet nie. So, dips, dips, nochmal rausgeklickt, Login und wir kommen hier Not Implemented Exception. Ja, genau das soll er machen. Wunderbar. Wir merken uns den User. Und sagen hier, this.user ist gleich User. So, dieser User wird natürlich ein Observable Property. Demnach verwenden wir hier nicht die Variable, sondern die Klasse. Und das brauchen wir, damit wir es vorne binden können. Im Username, Welcome Username, dieser Content ist natürlich nicht Username, das ist Binding User. User Punkt, wie heißt die Eigenschaft, die wir hatten? Im Model User, Username, wie sonst? User Punkt, Username. So, und mal schauen, ob das geht. So, Login. Nein, tut's nicht. Ach ja, nee, klar. Ist ja Blödsinn. Message. Punkt Value. Ja, wir müssen das schon neu setzen auch. Also das, was hier reinkommt. So, retry. Was ist jetzt wieder? Use by another process. What? So, da ist es. Schwups, schwups. Und Welcome, Dev Dave. Funktioniert. Also, dieser Login-Button feuert ein globales Event über das User Control hinaus und die zwei User Controls kennen sich nicht. Dennoch sagt dieses User Control hier oben, ich bin auf diese Message registriert und deswegen bin ich da. Ja, deswegen werde ich notifiziert. So, jetzt noch die paar Gimmicks rundherum. Das Welcome wollen wir ausblenden, solange keiner da ist. Dafür wollen wir not logged in und login einblenden, wenn keiner da ist. Wir wollen, wenn man dann Login drückt, dass dieser Bereich erst erscheint. Und wenn wir entsprechend eingeloggt sind, dann gehört es unten wieder weg. Das ist jetzt nochmal zum Recap, das Ganze nochmal zu machen. Also Übung sozusagen. Gut, dann lassen wir uns mal ein paar Sachen ein- bzw. ausblenden. Show User and Show Login Informationen machen wir da mal. Beim User Control Info haben wir gesagt. User Control, User Info Control. So, cool. Show Logged In oder Show Login. User, was? Show Login. Ein Observable Property. Ein Bool Show User. Ein Observable Property. So, sobald wir einen User gesetzt haben, sagen wir Show User ist gleich True und Show Login ist gleich False. Natürlich nicht die Variablen, sondern die Eigenschaften. So, ganz zu Beginn haben wir natürlich Show Login ist gleich True. Und dann geht schon los, die Eigenschaften gebunden. Hier im User Control. Und dazu brauchen wir noch einen Value Converter, Boolean to Visibility Value Converter. Also User Control Resources. Da müssen wir natürlich erstmal registrieren. Boolean to Visibility Converter, X-Key, ja, den Namen wie Bool to Vis, wie wir ihn ansprechen wollen. So, und jetzt sagen wir hier, das ist dieses Welcome. Hier haben wir Visibility, Binding, Show User. Und dann brauchen wir hier den Converter,
Der ist in der Resource drin und das ist der Pull-to-Vis. So, und gleiches haben wir hier natürlich im zweiten Stack-Panel. Hier im zweiten haben wir auch Visibility, Binding, Show Login. Jetzt geheißen Show Login, ja. Ups. Converter. Auch ist in der Static Resource und das ist der Pull to Vis. Mal ausprobieren. Haben wir gesehen, schadet nicht. So. You're not logged in. Schwupp, schwupp, schwupp. Welcome, DevDave. Also, das geht schon mal. Gut, die Mainpage selbst. Was natürlich klar ist, wir können hier auf mehrere verschiedene Messages reagieren. Es gibt auch nicht nur die Value Changed hier, es gibt hier natürlich auch noch weitere wie Message, Receive und solche Sachen. Gut, wir wollen jetzt zum Main Window und zwar wollen wir ja dieses Login Control gar nicht anzeigen, für den bis der User rechts oben auf Login klickt und erst dann wollen wir das mal anzeigen. Gut, brauchen wir natürlich auch hier. Hier haben wir eine Page bzw. ein Window, Window.resources. Window Resources. Hier brauchen wir den Pool to Visibility Converter mit XKey ist gleich Pool to Vis. So, und dieses Control hier, dieses Login Control, das machen wir wieder. Visibility ist gleich Binding. Show Login. Converter ist gleich Static Resource Bool to Vis. So, dieses Show Login brauchen wir natürlich noch in unserem Viewmodel. Public, nein, Bool, whoops, Show Login und zwar als Variable und hier machen wir ein Observable Property draus. Dieses Ding wird ebenfalls ein iReceiver. Ein Recipient. Und hier brauchen wir natürlich auch eine Message. Was wir hier allerdings so nicht brauchen, ist ein Value Changed. Ja? Weil wir wollen einfach nur eine Info sozusagen haben. So nach dem Motto, hey, mach was, tu was. Wir könnten hier einfach eine Show Login Message machen. Diese Show-Login-Message gibt es natürlich noch nicht, die müssen wir erst bauen. Können wir hier in den Models zum Beispiel eine neue Klasse machen. Show-Login-Message. Steuerung-Punkt, Namespace inkludieren. Steuerung-Punkt, Interface implementieren. Und nicht vergessen, Main-Window-View-Model. Weak-Reference-Messenger. Default. Register. Wir hätten gern registriert auf diese Show Login Message. Wenn diese Message kommt, dann hätten wir das gerne, dann würden wir gerne notifiziert werden. Ja, haben natürlich ein iDisposable idealerweise, wo wir diesen Weak Reference Messenger Default, Weak Reference Messenger Default Unregister machen. Und wir müssen dieses Main Window natürlich auch noch entsprechend, haben wir es in der App bereits registriert. Main Window haben wir im View Model entsprechend zuweisen. So, ups, View Model geöffnet. This Data Context ist gleich IOC, Steuerung.Enter.Default.GetRequiredService. Und zwar hätten wir gern dieses Main Window View Model. So, Namespace eingebunden, Steuerung.Enter, Steuerung F4, wir sind wieder weg, Fenster schließen. Und jetzt haben wir hier dieses Show Login Message, auf das wir gehen. Wir müssen beim User Info Control haben wir hier einen Login Button. Wenn wir da draufklicken, wollen wir noch ein Command auslösen. Also, Button kriegt ein Command, Binding, Show Login, Do Show Login, Command.
So, do show login command. Super. Also brauchen wir hier eine Methode, eine public void show login. Do show login. So, das ist ein relay command. Kennen wir schon. Und hier machen wir nichts anderes wie weak reference messenger default.send. Wir schicken eine neue ShowLoginMessage raus. Und diese ShowLoginMessage wird eben drüben registriert. Und los geht's. So, mal durchkompilieren, mal schauen, wo es denn wieder eckt. So. Hier haben wir was, Login, Control View Model, Show Login, Visibility. Also Show Login findet er nicht. Das ist im Main Window. Nochmal probieren. Achso, das sollten wir hier übrigens auch noch setzen. Ja, aber hier haben wir noch diese Not Implemented Exceptions, das ist natürlich Schwachsinn. This Punkt Show Login ist gleich True. Ja, wenn wir schon diese Message bekommen, der Parameter ist uns in diesem Fall eigentlich egal. Wir setzen einfach diese Property auf True. So. Ist nicht da, ist nicht da. Hier haben wir einen Binding Bug. Login Control Visibility. Show Login in Login Control View Model. Show Login Property is not in Con View Model. Das ist das verkehrte View Model. Ja, okay, wenn ihr das an der falschen Ebene sucht, dann brauchen wir hier noch den Relative Source. Und das ist Relative Source mit dem Typ. Wir gehen rauf und suchen das Window. Und wenn wir das Window gefunden haben, dann müssen wir hier natürlich auf den Data Context Show Login machen. Mal schauen, ob das jetzt tut. Ja, keine Binding Errors mehr. Not logged in. Login. Die Message wird gefeuert. Es wird angezeigt. Ich tippe hier was rein. Ich sage Login. Welcome, Dev Dave. Also, jetzt haben wir mehrere User Controls. Wir haben verwendet Inversion of Control, um Services zu registrieren, um Services zu instanzieren und um Services dann entsprechend benutzen zu können. Wir haben gesehen, wie wir Messages hin und her schicken können zwischen den User Controls und zwar ohne, dass die sich kennen, aber auch Richtung Window und User Control. Also extrem lose Kopplung zwischen einzelnen Komponenten und wir haben das gemacht mit dem Community Toolkit. Im Endeffekt sind es ein Haufen Design-Pattern, die irgendwo dahinter liegen, wie Event Aggregator, wie Inversion of Control und Dependency Injection etc. pp. Value Converter ist natürlich auch dabei und und. Ja, das war ein kleiner Einblick, wie man sowas macht. Wurde ja schon mehrfach gefragt, wie wir das machen, wenn man User Controls kommunizieren will und so. Ja, ich hoffe, die Antwort hat euch gefallen. Ja, und viel Spaß beim Ausprobieren.